Es ist mir eine Ehre und eine Freude, hier vor Ihnen stehen zu dürfen, unter anderem deshalb, Herr Wexroth hatte schon erwähnt, weil ich vor längerer Zeit, genau 25 Jahren, das Privileg hatte, hier Gastprofessor gewesen zu sein, aber auch, muss ich eingestehen, wegen der schönen Ambiente, die ich jetzt vor mir sehe. Das sieht aus wie ein Festvortrag, wird aber so einer nicht werden, wie Sie gleich hören werden. Wie Sie auch sehen, hat der Titel sich etwas geändert von dem, der ursprünglich angegeben wurde, nicht radikal, aber doch ein bisschen, und ich weise kurz darauf hin, es steht nämlich hier außeruniversitäre Forschung, und das wird in der Tat die Konzentration des Vortrages werden, wobei allerdings, und das sage ich jetzt gleich, bevor ich überhaupt einsteige, die Universitäten nicht fortgelassen worden sind, denn man kann die außeruniversitäre Forschung ohne die Universitäten eigentlich nur schwer isoliert betrachten. Der zweite Punkt ist, dass das Wort Gedanken da steht. Und das ist auch ernst gemeint, weil es nicht hier um etwas Fertiges geht, wo ich Ihnen einfach den roten Faden erzähle und dann alles genau einordne, 1, 2, 3, 4, schön wäre es, das wäre möglich. Aber der Forschungsstand lässt es so nicht zu, deshalb gibt es ja Projekte wie das hier in Göttingen und deshalb sind wir mittendrin. Also es sind Gedanken, mit deren Hilfe ich hoffe, Sie ein bisschen zu Fragen anzuregen. Ich beginne kurz mit der Gliederung, zunächst einmal mit Bemerkungen darüber, was überhaupt außeruniversitäre Forschung heißt und mit einigen Anfängen im 19. Jahrhundert, das klingt für Sie sicher sehr weit zurückreichend, aber das hat Gründe, ich werde sie zu erläutern versuchen, wobei ich viel zu viel vorbereitet habe und einige Folien überspringen werde, damit ich mit der Zeit klarkomme. Ich warne Sie gleich, damit Sie nicht gestört werden dadurch. Dann komme ich endlich zur Situation in 1933 und bespreche die Folgen der Vertreibungen, wobei Herr Rürup da viel mehr sagen wird und von daher ich nur kurz darüber ein paar Thesen loswerde. Und dann geht es um das wirkliche Thema hier, um den Kampf um die Institutionen, nationalsozialistische Neugründungen und den Wachstum und Wandlungen im Kriege. So wie ganz kurz am Ende dann um die Frage nach Brüchen und Kontinuitäten nach 1945. Also steigen wir ein. Was heißt außeruniversitäre Forschung? Das will ich jetzt nicht mit einer Lexikondefinition beantworten, sondern mit vier Thesen. Die erste ist, universitäre und außeruniversitäre Forschung sind in Tandem zu sehen, zum Teil neben und zum Teil in engen Beziehungen zueinander. Das hat mit einem Charakteristikum des deutschen Systems, insofern von einem System überhaupt die Rede sein kann, das ich jetzt gleich betonen möchte. Das deutsche System, wenn man diese Sammlung, also das Wort System in diesem Zusammenhang ist eigentlich eher als Sammelbegriff zu verstehen, als etwas Strenges, was die Soziologen System nennen würden, war seit dem 19. Jahrhundert eigentlich immer nicht nur auf universitäre Forschung begrenzt, sondern ein sehr komplexes Miteinander von universitärer und außeruniversitärer Forschung in den verschiedensten Formen. Und die Entwicklung, die ich Ihnen jetzt schildern werde, spiegelt diese Komplexität der Lage wider in bestimmten Arten und Weisen, auf die ich dann eingehen werde. Aber der Punkt ist auch relevant wegen der zweiten These, nämlich die, dass am meisten von Beginn an und bis heute in der Industrie geforscht worden ist. Und daher muss man fragen, ob Forschung und Wissenschaft hier gleichzusetzen sind oder nicht. Und ich lasse die Frage erstmal im Raum stehen und versuche nicht eine Antwort darauf zu geben. Aber in der heutigen Diskussion zu diesen Themen ist das immer noch sehr aktuell. Denn das Wort Forschung heißt eigentlich wirtschaftsnahe Forschung und nicht das, was wir unter Grundlagenforschung oder wissenschaftliche Forschung verstehen. Das bringt mich dann zur dritten These, nämlich zum staatlichen Sektor. Der ist bereits im 18. Jahrhundert in Wirklichkeit entstanden, darauf kann ich hier nicht eingehen, aber der hat im
späten 19. Jahrhundert eine Strukturwandlung durchgemacht, die für die NS-Zeit auch relevant ist, und daher will ich sie kurz erwähnen. Und das Relevante hier ist die Mischfinanzierung. Sie werden denken, Forschung oder Wissenschaft ist etwas Staatliches. Und das ist das, was uns immer wieder suggeriert wird in dieser Diskussion, weil das ein Charakteristikum des deutschen und auch übrigens der anderen kontinentaleuropäischen Forschungsförderungssystemen zu sein scheint. Aber es ist nicht wahr. Es ist schlicht und einfach nicht wahr. Und darauf komme ich noch einmal zu sprechen. Letztens, und das ist vielleicht für Sie das Spannendste, die vierte These: Großforschung war auch geisteswissenschaftlich. Und es ist nicht nur auch geisteswissenschaftlich, sondern sie begann die Großforschung in den Geisteswissenschaften. Und das ist hier ganz relevant. Das Bild, das Sie da sehen, werden Sie vielleicht kennen. Das ist der alte Theodor Mommsen, in diesem Fall noch nicht so ganz alt, wie er manchmal gezeigt wird. Und der ist die Symbolfigur, aber nicht alleinstehend dafür, was ich da sage. Er erhielt tatsächlich, bevor er einen Lehrstuhl in Berlin erhielt, eine Forschungsprofessur an der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1858, um sein erstes großes Projekt auszuführen, das er bereits 6 Jahre vorher konzipiert hatte, das der Corpus Inscriptionum Latinarum. Das ist nichts anderes als eine Sammlung aller lateinischen Inschriften. Vielleicht wissen einige von Ihnen, dass dieses Projekt nie zu Ende gekommen ist. Das läuft immer noch in Berlin. Das war aber nicht die ursprüngliche Idee. Es sollte 15 Bände sein, von denen er selbst 5 schreiben sollte oder sammeln sollte. Kurz danach kam es zur Gründung der Industrieforschung, und tatsächlich ist das im deutschen Lande im Wesentlichsten nicht nur, aber im Wesentlichsten geschehen. Hier gehe ich nicht alles durch, sondern ich zeige Ihnen nur eine Folie mit den ganzen Firmennamen, damit Sie sehen, dass das Firmen sind, die man heute noch kennt, deren Industrielabors in den 1860er Jahren im Wesentlichsten gegründet worden sind. Warum betone ich das jetzt? Weil hier auch ein Beispiel des Zusammengehens von Universität und Industrie zu sehen ist, von Anfang an. Ohne universitäre Chemie hätten diese Industrielabors keine Arbeitskräfte, um es ganz grob zu formulieren. Und noch wesentlicher ist es, darauf hinzuweisen, dass die Forschungspraktiken, die diese Herrschaften in ihrem Studium der Chemie gelernt haben, dieselben waren, die in der Industrie verwendet wurden. Damals hat man nicht so genau unterschieden zwischen Grundlagenforschung, wie man sie heute nennt, in der Chemie und marktorientierte Forschung, wie in der Zeitung heute immer noch so unterschieden wird, sondern waren dieselben Praktiken für beide Zwecke nützlich. Es kam also im Laufe des späten 19. Jahrhunderts zur Entwicklung dessen, was ich hier WTI-Komplex, also Wissenschaft, Technik und Industrie, gerne nennen möchte. In Preußen ist das vor allem nicht nur, aber auch in der Firma Siemens geschehen, nicht nur in der Chemie, darauf kann ich hier nicht eingehen, aus zeitlichen Gründen. Aber hier ist auch eine wesentliche Entwicklung im staatlichen Sektor dazu zu zählen, nämlich die Gründung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Und der Vorschlag kam tatsächlich von Werner Siemens 1874, das ist bevor er den von in seinem Namen erhielt, deswegen schreibe ich nur Werner Siemens. Gegründet wurde die Anstalt allerdings erst 14 Jahre später, nachdem Siemens selbst das Eis brach, indem er ein Grundstück, ein eigenes, dem preußischen Staat dafür vermachte. Und da haben wir ein klassisches Beispiel dessen, wovon ich in meiner zweiten These und dritten These immer wieder geredet habe, nämlich die Mischfinanzierung. Der preußische Staat, genauer das preußische Finanzministerium, wollte diese Anstalt nicht zur Gänze unterstützen. Also Siemens hat gesagt, okay, dann gebe ich eigenes dazu, damit das endlich realisiert werden kann. Die Mischfinanzierung war allerdings nicht nur durch Siemens selbst, sondern durch die Industrie gewährleistet, weil die Industrie von den Standardverfahren, Standardisierungsverfahren, die hier ausgearbeitet wurden, sich einiges versprach. Sie haben es uns in einem gewissen Sinn
Messverfahren, die sie selbst sonst getätigt hätten, an den Staat ausgelagert. Eine Situation, die einige heute noch gerne sich wünschen. Das ist allerdings die einzige solche Einrichtung in der ganzen Welt, wo eine solche Mischfinanzierung tatsächlich gewährleistet wurde. Ansonsten war solche Einrichtungen der Standardmessverfahren staatlich finanziert. Und ein Beispiel habe ich hier genannt, die National Bureau of Standards in den USA, erst 1901 gegründet. Hier ein Bild des Gebäudes, des Hauptgebäudes der PTR, wie sie immer wieder genannt wurde, damit Sie sehen, wie Industriearchitektur auch hier Einzug hielt. In den Lebenswissenschaften ist eine Zusammenarbeit mit der Industrie ebenfalls gegeben. Den Namen Robert Koch werden Sie kennen, Paul Ehrlich müsste man hier auch nennen. Ich überspringe das jetzt, aber ich wollte Ihnen nur sagen, dass es nicht nur eine Frage der Physik und der Chemie gewesen ist, und auch nicht, und die Mischfinanzierung auch nicht auf diese beiden Großforschungsdisziplinen begrenzt blieb. Nun komme ich zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Es steht im Plakat zu dieser Veranstaltung, dass das ein wesentlicher Meilenstein war in dieser Geschichte, und das leugne ich nicht, aber es ist nicht der Beginn dieser Geschichte. Deswegen habe ich diese früheren Beispiele jetzt so stark betont. Spannend ist, dass der erste Präsident und der Urheber des Gründungsgedankens der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften ein Theologe und Kirchenhistoriker gewesen ist. Das ist Adolf von Harnack, den Sie da sehen, der bereits Jahre vor der Gründung einen immer wieder zitierten, zu Recht immer wieder zitierten Artikel in den Preußischen Jahrbüchern publiziert hat mit dem wunderbaren Titel »Vom Großbetrieb der Wissenschaft«. Und das Spannende dabei ist, er nicht Siemens und nicht Industrielabors und nicht die PTR gemeint hat, sondern die Großprojekte des Herrn Mommsen, von denen gerade die Rede war. In seinem Gutachten oder Denkschrift, wie sie hieß, zur Gründung der neuen Einrichtung, bemüht er, was ich jetzt den Mythos Humboldt gerne nennen möchte, was er gemeint war, war der Gedanke der Einheit von Forschung und Lehre. Und es ist besonders ironisch, dass Harnack das in dieser Schrift getan hat, denn es geht ja um die Gründung einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, die grundständige Lehre im Sinne der Promotion gar nicht tätigen sollte und auch nicht getätigt hat. Also die Einheit von Forschung und Lehre nach Harnack sei wegen der Überfüllung der Hörsäle, Sie hören richtig, um 1900 war von der Überfüllung der Hörsäle die Rede, obwohl die Uni Berlin damals gerade 10.000 Studierende hatte, sei die Einheit von Lehre und Forschung nicht mehr zu gewährleisten im Massenbetrieb der Universität. Sie sei nur zu gewährleisten in einer neuen Einrichtung, in der, wie wir heute es nennen würden, die Postdoc-Ausbildung weiter voranzubringen sein, sollte eben forschungsbezogen. So der damalige Grundgedanke. Das Spannende für uns jetzt im Sinne dieser Entwicklungsgeschichte ist, dass die Mischfinanzierung, die für die PTR, die Physikalisch-Technische Reichsanstalt, gekennzeichnend war, auch für die Kaiser-Wilhelm-Institute gewesen ist, sodass man fragen kann, ob nicht doch eine gewisse strukturelle Kontinuität hier zu sehen ist bei allem Neuen. Besonders aber doch neu ist es bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, dass der Senat dieser Gesellschaft als Verflechtungsinstanz mit dem ganzen Establishment der deutschen Gesellschaft und der preußischen fungieren sollte. Die Senatsmitglieder kamen aus allen möglichen erlegten Segmente der Gesellschaft und sollten das auch tun, damit die Förderung hier nicht alleine vom Staat zu beziehen sein sollte, sondern auch aus der Gesellschaft kommen sollte. Und daher ist diese Gesellschaft auch als Verein und nicht als staatliche Einrichtung gegründet worden, auf das diese Mischfinanzierung zu gewährleisten sein konnte. Verhandlungen im Ersten Weltkrieg, das wäre ein ganzer Vortrag. Ich kann das nur ganz kurz hier erwähnen. Relevant in unserem Zusammenhang ist es, dass es zu einer neuen Vernetzung gekommen ist, die bis dahin noch nicht so stark vorangetrieben worden ist. Fritz Haber
den Sie hier in Hauptmannsuniform sehen. Gern hätte ich Ihnen das Bild von ihm als Zivilist mit Einstein nur wenige Monate vorher gezeigt. Das würde den Wandel, von dem hier die Rede ist, noch veranschaulichen können. Er ist es, der diese Vernetzung am stärksten vorangetrieben hat. Er steht aber beileibe nicht alleine, obwohl er immer wieder pars pro toto genommen wird in diesem Zusammenhang. Er ist als Symbolfigur auch tauglich, weil er es ist, der nicht nur die Ersatzstoffforschung als Antwort auf die britische Blockade vorantrieb, das war der Anfang dieser Vernetzungsarbeit, sondern für den Gaskrieg verantwortlich zeichnete. Und diese Forschungen hat er dann an seinem Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie nach dem Krieg in Verbindung mit Reichswehrstellen insgeheim fortsetzen lassen. Das ist viel Text. Ich will das auch alles nicht im Detail jetzt referieren, aber ich will, bevor wir endlich mal zum Nationalsozialismus kommen, ein Bild der Strukturvielfalt der außeruniversitären Forschungseinrichtungen um 1930 gezeichnet haben. Diese ist auf mehreren Ebenen zu sehen. Die Universitäten sind zwar da als Forschungsinstitutionen, aber es gibt neben ihnen die Akademien der Wissenschaften, die, wie ich hier schreibe, Forschungsinstitutionen immer noch geblieben waren im Sinne der Langzeitvorhaben, wie sie damals noch nicht hießen, der großen Inskriptionen und anderen geisteswissenschaftlichen Sammelprojekte geblieben waren, aber auch als Verteilungsinstanzen für wissenschaftliche Reproduktionen weiterhin fungierten, wie sie schon immer getan haben. In der Sprache der Sozialgeschichte heißt das, sie waren Honorationenvereine. Die außeruniversitären Einrichtungen sensu stricto sind allerdings auch viel vielfältiger als nur die Akademien der Wissenschaften. Staatliche und halbstaatliche Institutionen wie die PTR, die Kaiser-Wilhelm-Institute und dergleichen bestehen fort. Und vor allem die Kaiser-Wilhelm-Institute neue werden gegründet, die von der Industrie sehr nah sind. Faserstoff, Lederforschung und dergleichen, also Forschungsthemen, Kohlenforschung, die wirklich mit der Industrie zu tun haben und von der Industrie mitfinanziert waren. Aber auch staatsnahe Institutionen sind hier zu nennen, wie zum Beispiel das von Carola Sachse letztes Mal besprochene Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, das 1927 ins Leben gerufen wurde und nicht erst in der Nazizeit. Daneben gibt es kommunalen Bildungs- und Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Hochschule für Politik in Berlin, die erst in dieser Zeit gegründet wurden. Und neben diesen weiterhin die privat finanzierten Industrielabors, die ich schon besprochen habe, und auch durch Mäzenatentum unterstützte Institutionen, wie das Institut, das die wunderbare geisteswissenschaftliche Arbeit von Herrn Warburg in Hamburg unterstützt hat, und das kam aus seinem eigenen Vermögen. Die Forschungsförderungslandschaft ist es allerdings, die sich am stärksten gewandelt hat in den 1920er Jahren. In Antwort auf die Forschungsförderungsproblematik in der Inflationszeit ist die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 1920 gegründet worden, aus der die heute bekannte Deutsche Forschungsgemeinschaft hervorgegangen ist. Darauf gehe ich gleich wieder ein. Die Helmholtz-Gesellschaft 1924 und den Stifterverband der deutschen Wissenschaft, den es heute noch gibt, sind hier als Beispiele zu nennen. Nun komme ich endlich zum Nationalsozialismus und kann hier nur ganz kurz auf die Folgen der Vertreibungen ab 1933 eingehen. Sie hören dazu einen ausführlichen Vortrag von Reinhard Ulrup, und das ist gut so. Das Wesentlichste, das ich hier festhalten will, steht auf dieser Folie. Die Säuberungen an den Universitäten wurde eingeleitet durch das Berufsbeamtengesetz. Das heißt im Klartext Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933. Der Titel dieses Gesetzes widerspiegelt ein wesentliches Charakteristikum des Nationalsozialismus.
Das klingt technokratisch, klingt harmlos, klingt wie nur eine ganz normale Wandlung des Staatsgefüges, das mit einem neuen Regime einhergehen sollte. Und es wird Unmenschliches damit gedeckt. In diesem Fall die Zwangsemeritierung oder Pensionierung oder glatte Entlassung von Menschen nicht-arischer Abstammung nach Paragraph 4 des Gesetzes oder von Menschen mit der falschen politischen Gesinnung nach Paragraph 3. Die Folgen, das Wesentlichste hier ist der zweite Punkt. Es ist keine wissenschaftspolitische Maßnahme, von der wir hier reden. Wir reden von den wissenschaftspolitischen Folgen einer staatspolitischen Maßnahme. Es ging um nichts Wesentlicher als die Übernahme der Macht im Staate durch die Nationalsozialistische Partei. Und die soll gewährleistet werden, indem man alle mögliche Opposition entfernt, und zwar aus allen Regierungsstellen und nicht nur aus den wissenschaftlichen, wie manchmal fälschlicherweise suggeriert wird in der Literatur. Die Folgen sind allerdings ziemlich verheerend für mehrere Disziplinen und mehrere Universitäten. Sie sind allerdings ungleich verteilt, je nachdem, wie viele Menschen nicht arischer Abstammung, wie es hieß, an den jeweiligen Universitäten oder in den jeweiligen Disziplinen tätig gewesen sind. Also die differenzierten Ergebnisse, die ich gleich kurz referieren werde, sind keine Aussage über den Nationalsozialismus, sondern eine Aussage über die relative Offenheit dieser Disziplinen oder Universitäten gegenüber dem meritokratischen Prinzip schon vor 1933. Und das halte ich für wichtig zu betonen. Die Nachwirkung von alledem ist auch ungleich verteilt, je nachdem, in welche Länder diese Leute, die Vertriebenen, dann ausgewandert sind. Und zwei Drittel davon gingen in die USA und hatten dort, wenn ich das kurz mal hinzufügen darf, weit bessere Berufschancen realisieren können, als sie in Deutschland je gehabt hätten. Als Gesamtergebnis für die Universitäten will ich nur ganz kurz nach Grüttner und Kinas referieren, um damit Sie sehen, wie ungleich verteilt die Ergebnisse waren. Berlin steht an erster Stelle nach absoluten Zahlen und auch nach Anteil, also mehr als ein Drittel des Lehrkörpers ist entfernt worden infolge dieser Gesetzgebungen und der Nürnberger Ratsrassengesetze. Die Uni Frankfurt allerdings hat eine höhere Prozentzahl, 36,5%, und die beiden bilden die Spitze dieser Entwicklung. Aber am anderen Ende stehen Institutionen wie Tübingen mit nur 4% und nicht von Grüttner und Kinas gezählten Erlangen mit nur einem entlassenen Menschen. Und das ist die Aussage, das ist wieder der Beleg für die Aussage, die ich gerade getätigt habe. Ja, diese Universitäten hatten einfach weniger Menschen jüdischer Herkunft in ihrem Lehrkörper. Und nur deshalb ist dieser Unterschied da. Max Planck war zu dieser Zeit Professor in Berlin, aber auch Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Und in dieser Eigenschaft hat er dann einen Besuch, wie er ihn später nannte, Juni 1933 beim Führer und Reichskanzler Adolf Hitler abgestattet. Der Hintergrund war der Rücktritt Fritz Habers, der gerade erwähnt wurde, der es vorzog, von seinem Institut zurückzutreten, nachdem er die Entlassungsurkunden von so vielen seiner Mitarbeitern hat unterschreiben müssen. Planck schreibt später von diesem Besuch, dass er Hitler gesagt habe, Zitat, dass es doch verschiedenartige Juden gäbe, für die Menschheit wertvoller und wertlose. Im Entwurf von 1946 heißt es sogar deutsche Juden und Ostjuden. Das hat er dann für besser gehalten, nicht so zu schreiben. Was er Hitler wirklich gesagt hat, wissen wir nicht. Unter ersteren alte Familien mit bester deutscher Kultur und dass man doch Unterschiede machen müsse. Zitat Ende. Er meint Haber, aber er meint auch James Franck, der aus Göttingen gehen musste und es vorzog, die Gründe seines Rücktrittes in den Zeitungen zu publizieren, eine sehr mutige Tat damals. Der relevante Punkt hier ist, dass Planck mit diesen Worten eine elitäre Haltung zum Ausdruck bringt, die neben der Loyalität der Beamten zum Staat und der Angst vor Repressalien jeden Versuch
gegen die Maßnahmen der Nazis wirksam vorzugehen, hemmen musste. So deute ich zumindest seine ambivalente Haltung. Die Antwort Hitlers darauf, nach Planck 46, war ganz eindeutig. Jud ist Jud. Alle Juden hängen wie Ketten zusammen. Wo ein Jude ist, sammeln sich sofort andere Juden aller Art an. Es wäre die Aufgabe der Juden gewesen, einen Trennstrich zwischen den verschiedenen Arten zu ziehen. Das haben sie nicht getan. Und deshalb muss ich gegen alle Juden gleichmäßig vorgehen, soll Hitler gesagt haben. Für mich ist das ein deutliches Indiz des bewussten Verzichtes auf Wissenschaft seitens der Nationalsozialisten in dieser Phase des Regimes zugunsten einer ideologisch weltanschaulichen Mobilisierung. Es ist auch für mich Zeichen einer Wendung hin zu einer merkwürdigen Art Autarkiepolitik, auch in diesem wie im wirtschaftlichen Bereich. Eine andere Haltung haben andere vertreten, ich muss das jetzt überspringen. Aus den Kaiser-Wilhelm-Instituten sind auch Menschen entlassen worden. Es gab eine lange Diskussion darüber, ob das Beamtengesetz auf die Besetzung, das Personal der Kaiser-Wilhelm-Institute einzuwenden ist, sein sollte oder nicht. In einigen Fällen hieß es doch, weil der Staat an der Finanzierung so stark beteiligt sei und daher kam es zur Entlassung von den insgesamt 91 Personen nach Schüring 2006. Herr Rürup wird Ihnen hoffentlich aktuellere Zahlen vorlegen. Darunter allerdings, und das ist wichtig, 7 Direktoren von Kaiser-Wilhelm-Instituten. Also manchmal trifft es tatsächlich den Kopf und es ist eine Enthauptung und nicht eine Selbstbehauptung der Wissenschaft hier geschehen. Aber die Verteilung war hier genauso ungleich wie an den Universitäten. Das von Fritz Haber geleitete Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie führt die Liste an. Gleich dahinter kommt das Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung und für Biologie. Mehrere andere Kaiser-Wilhelm-Institute verzeichnen allerdings gar keine Entfernungen. Und das ist wieder für mich eine Aussage darüber, wie offen diese Institute vorher für Menschen nicht arischer Herkunft in Gänsefüßchen gewesen waren. Eine mögliche Antwort auf diese Vertreibungspolitik zeichnet der Experimentalphysiker und Nobelpreisträger Gustav Hertz. 1935 bekam er sein Lehrbefugnis an der TH Charlottenburg entzogen, ist allerdings nicht ausgewandert, sondern ging zur Firma Siemens und Halske, also zur Industrie, und blieb fortan dort die ganze Zeit. Spannenderweise. Es ist ein merkwürdiger Beleg für die Vernetzung von Industrie und universitärer Forschung, selbst im Nationalsozialismus, und deswegen wollte ich ihn jetzt hier bringen. Noch spannender wird es, wenn man sieht, dass gerade die Forschung eines Gustav Hertz von Johannes Stark, der Hauptbefürworter der sogenannten deutschen Physik, also ein klassisches Beispiel der Ideologisierung von Wissenschaft im Nationalsozialismus, eine schöne deutsche Physik attestiert bekommt. Also müssen wir kurz mal fragen, welcher Verlust ist hier gemeint und wessen Verlust? Ich vertrete die Auffassung, dass es ein Denkfehler ist, alle Leistungen der Vertriebenen nach der Vertreibung als Verlust der deutschen Wissenschaft zu berechnen. Denn viele dieser Leistungen, die da in der früheren Forschung als Verlust der deutschen Wissenschaft verbucht werden, eigentlich erst in der Emigration entstanden. Und da muss man fragen, ob das wirklich fair ist, sie aus deutscher Wissenschaft vereinnehmen zu wollen. Wichtiger für mich ist, dass es für die Betroffenen in der Tat ein tiefgreifender Schock gewesen ist, die Etikettierung und Verfolgung als Nicht-Arier, das heißt plötzlich als Fremde, aufgezogen zu bekommen. Ein Beispiel zitiere ich aus der außeruniversitären Forschung. Kurt Stern, damals Assistent am Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie, in einem Brief vom 16. Mai 1933 an seinen Vorgesetzten Max Hartmann: Es fällt meiner Frau und mir furchtbar schwer, uns äußerlich von Deutschland zu trennen. Sie wissen, dass ich mich stets als Deutsche gefühlt habe. Das steht, diese Aussage, für viele andere, wollte ich Ihnen gezeigt haben. In der Folge dieses Bruches ging ein Kampf um die Institutionen los. An den Universitäten sehr früh schon,
beispielsweise an der Universität Köln im April 33, aber auch an anderen Universitäten, da keine klare hochschulpolitische Linie durch die NSDAP zu erkennen gewesen ist, sprangen viele Leute wie Martin Heidegger in Freiburg, aber auch Ernst Krieg in Frankfurt ein und haben versucht, ihre eigenen Gedanken dazu zu machen. Sie sind allesamt gescheitert und das halte ich für wesentlich hier zu betonen. Die Nazis hatten andere Ideen und die Gründung des hier als REM titulierten Ministeriums leitet Ende 1934 in dieser Hinsicht eine neue Phase ein. Gemeint ist das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, REM genannt damals, um es zu unterscheiden von dem RIM, das Reichsinnenministerium. Eine von mehreren neuen Reichsministerien ist dieses gewesen und das ist Teil dessen, was aus dem Gesetz zum Neuaufbau des Reiches vom Januar 1934 hervorgegangen ist. Eine Verreichlichung von mehreren Zuständigkeiten, die vorher zu den Ländern gehört haben. Eine Zentralisierung also, die vollkommen beabsichtigt war und nicht auf die Wissenschaft begrenzt. Der Reichsminister war Bernhard Rust, ein alter Kämpfer, wie man ihn damals nannte, Mitglied der NSDAP seit 1925, seit 1928 Gauleiter, seit 1933 schon infolge des Preußenschlages preußischer Kultusminister. Die Abteilungen habe ich hier auch noch aufgelistet. Für wichtig für uns ist Abteilung 2 Forschung, also Wissenschaft. Was ist passiert mit der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft? Der Gründer und Präsident versucht sich zu positionieren, aber schafft es nicht mehr im neuen Regime und tritt den Rückzug an. Es kommen Erneuerungsvorschläge des gerade erwähnten Johannes Stark und andere, die auf eine Verreichlichung der Wissenschaft zielen. Es folgen dann Verhandlungen mit dem Reichsinnenminister und die Gründung des neuen Ministeriums. Und daraus geht die Deutsche Forschungsgesellschaft Gemeinschaft hervor. Das heißt, der Name, der ist schon früher da, aber der wird jetzt erst in der Nazizeit zum wirklichen Namen der Forschungsförderungseinrichtung. Wer ist nun Johannes Stark? Ein Nobelpreisträger ist er auch, ab 1919, aber ein Nazi, und zwar aus Überzeugung. Schon vor der NS-Zeit ist er in die Partei eingetreten. Seit 1933 ist er schon Präsident der bereits erwähnten Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, also hat eine Machtposition in der außeruniversitären Forschung, aber er will mehr. Er will Herrscher über die gesamte Wissenschaft in Deutschland werden. Und das ist der Sinn der Positionspapiere, von denen gerade die Rede gewesen ist. Er wird tatsächlich Präsident der Notgemeinschaft 1934, hält es allerdings nur 2 Jahre, weil die Kollegen ihn völlig unmöglich finden. Er arbeitet, wie es hieß, nach Gutsherrenart bei der Vergabe von Forschungsmitteln. Das ist nicht ganz unironisch, denn der Mann war Gutsherr. Er hatte ein Gut in Pommern. Ab 1936 ist er aber nicht mehr Leiter der DFG. Stattdessen ist es Rudolf Menzel, dieser Mann, den Sie hier sehen, ein viel jüngerer, wie Sie auch merken können, ein Chemiker, der in Göttingen promoviert hat. Deswegen habe ich das hier stehen. Ein Referent für Naturwissenschaften im Reichserziehungsministerium war er zuerst. Ab 1936 Leiter des Amtes Wissenschaft. Und außerdem Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Diese Ämterhäufung ist auch etwas Charakteristisches für das Nazi-Regime. Später übernimmt er noch weitere Ämter, darauf komme ich vielleicht später zu sprechen. Was ist mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft passiert? Darauf werden andere viel ausführlicher eingehen als ich. Ich erwähne nur ganz kurz die Ereignisse des Jahres dieser Zeit. Es gibt Druck von außen, die alle eine Umgestaltung der Gesellschaft in deutschem Sinne fordern, wie Lenard und Stark, wie ich gesagt habe. Aber es gibt auch Druck von innen, Nazis in den Betrieben, die versuchen, von innen zu stören und Aufruhr zu stiften. Kurz nach dem Besuch Plancks bei Hitler folgt eine Präsidentschaftswahl in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Planck wird wiedergewählt.
Aber Theodor Fahlen wird zum dritten Vizepräsident. Der ist der Leiter der Abteilung Hochschulen im neu zu gründenden Ministerium geworden, ein Jahr später. Das wollte ich mal festhalten. Ein Mathematiker, aber auch ein alter Kämpfer, ein Nazi seit den 20er Jahren. Wie Friedrich Glumm, der damalige Generalsekretär der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, später schrieb, wir wurden nicht gleichgeschaltet, weil wir uns schon gleichgeschaltet hatten, er meint diese Präsidentschaftswahl. Die Zuständigkeit für die Amtsführung der staatlichen Förderung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wechselt in dieser Zeit vom Reichsinnenministerium zum Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung ab 1935. Das geht mit einem zunehmenden Einflussverlust und Autonomieverlust der Einrichtung einher, aber kein kompletter. Und das ist relevant, denn die neu gewählten Präsidenten ab 37 kommen beide, Karl Bosch und Alfred Vögler, aus der Industrie und nicht aus der NSDAP. Allerdings kommt der neue Generalsekretär Friedrich Telschow sehr wohl aus der Partei und er erweist sich als fähiger Wissenschaftsmanager auf der einen Seite, aber auch als ein Mann mit besten Verbindungen zur Partei auf der anderen Seite. Die Nähe zur Macht kann man vielleicht mit diesem Bild symbolisieren, wenn man will. Der rechte Mann, der Mann auf der rechten Seite, ist der Reichsinnenminister. Das ist ein Bild aus dem Jahr 1933. Wer links sitzt, müssen Sie wissen, das ist Max Planck mit der Amtskette als Präsident. Ganz kurz nur zu den Akademien der Wissenschaften, am Beispiel der Preußischen und nicht der Göttinger Akademie. Das Berufsbeamtengesetz zeigt diktiert zunächst keine Folgen. Nur Einstein tritt selber aus, um dann die Aussage von der Leitung der Akademie hinterhergeschickt zu bekommen, dass es gut sei, dass er weg ist. Eine Nazifizierung durch die Zuwahl von Johannes Stark zum Mitglied der Akademie wird allerdings abgewehrt. 1937 hingegen wird der bereits erwähnte Theodor Fahlen gewählt als Mitglied der Akademie und zwei Jahre später ist er deren Präsident. Ist das eine Nazifizierung? Schwer zu sagen. Immerhin wird eine neue Satzung 1938 gemäß dem sogenannten Führerprinzip tatsächlich gefordert und beschlossen, aber sehr spät, wie Sie sehen. Erst 1939, im selben Jahr wie Wahlen, auch zum Präsident gewählt wird. Mein Fazit dazu ist, wenn dieses Beispiel etwas taugt, sind die Akademien offenbar sehr spät gleichgeschaltet worden. Und da kann man fragen, wieso eigentlich? Erst sehr spät und meine Antwort darauf dürfte nicht sehr schmeichelhaft für diese ausfallen, denn sie ist für mich ein Indiz eines ohnehin seit den 1920er Jahren sichtbaren Bedeutungsverlusts dieser Institutionen im Geflecht der außeruniversitären Forschung. Das ist diskutierbar, es müssen nicht die Auffassung aller sein. Neben alledem, ich habe bisher nur von Einrichtungen gesprochen, die vor 1933 bestanden und gefragt, was aus ihnen wurde im Nationalsozialismus. Aber es gab Neugründungen und die will ich jetzt mal kurz referieren. Eine treibende Kraft einiger dieser Neugründungen ist Arthur Rosenberg, der sich als Beauftragter des Führers für die weltanschauliche Erziehung gerne stilisiert hatte und ein eigenes Amt in der NSDAP geführt hat, das nach ihm genannt wurde, für die weltanschauliche Erziehung. Seine eigentliche Zuständigkeit war sehr gering. Er hatte eigentlich nur die Vorherrschaft über die Bewilligung der Publikation von Parteischriften. Aber er versuchte, das auszudehnen. Und die Unterstützung des Amtes Rosenberg war für einige offenbar wert. Ich komme gleich auf Beispiele zu sprechen. Ein weiterer, der von der Partei aus Neugründungen vorangetrieben hat, war Walter Groß, der Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. Der hat allerdings eine völlig andere Wissenschaftsauffassung als die von Rosenberg. Die Anhänger Rosenbergs haben ihn als Technokrat gern denunziert. Denn er war dafür, dass wirksame Wissenschaft, also gute, qualitativ hochstehende Wissenschaft, das Relevante ist, wenn es um die Realisierung der politischen Projekte des Nationalsozialismus geht, in diesem Fall der
Reinigung des deutschen Volkskörpers. Dafür braucht man nicht ideologisch korrekte Wissenschaft, sondern Wissenschaft, die wirksam sei, so die Auffassung von Groß. Er war also bereit, auch Projekte zu fördern, die geleitet wurden von Menschen, die nicht Mitglied der NSDAP gewesen sind. Also selbst innerhalb der Partei gibt es hier verschiedene Auffassungen. Das Propagandaministerium hingegen scheint keine direkte Zuständigkeit für die Wissenschaft erlangt zu haben, obwohl Josef Goebbels das sehr gerne anders gehabt hätte. Was für Beispiele sind aus diesem Geflecht hervorgegangen? Ich nenne nur zwei oder drei. Das Reichsinstitut für die Geschichte des Neuen Deutschlands, gegründet 1935, geleitet von Walter Frank, ein ganz wesentliches Institut für die Geschichte der Geschichtswissenschaft, inzwischen sehr gut aufgearbeitet, historisch gesehen. Viel breitere Wirkung entfaltete nicht zunächst, aber im Laufe der Jahre die Institute der Lehr- und Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe, der SS, ebenfalls 1935 gegründet, zunächst auf die Altertumsforschung beschränkt, aber ständig ausgeweitet in den 30er und 40er Jahre. Himmler hielt seine Hand gerne auf diese Einrichtung, obwohl er natürlich viel zu viel beschäftigt mit weitreichenderen Dingen war, um wirklich Einzelleitung hier zu tätigen. Aber mehrere der Mitglieder des Ahnenerbe und Vertrauensleute wurden formalitär zum persönlichen Stab Himmlers dann ernannt und das wurde dann nach 1945 gegen sie gewendet, obwohl es nicht klar ist, ob es eine Sitzung dieses persönlichen Stabes in dem Ausmaß jemals gegeben hat. Wichtiger vielleicht für uns noch ist das, was man im Komplex der nationalsozialistischen Gegnerforschung zusammenfassen kann, beispielsweise das Institut zur Erforschung der Judenfrage im Amt Rosenberg, dem man ab 1936 Konkurrenz gemacht hat durch eine Forschungsabteilung Judenfrage im bereits genannten Reichsinstitut. Also innerhalb, selbst innerhalb der von der Partei vorangetriebenen Neugründungen gibt es Konkurrenz. Und das ist vielleicht nicht so ganz unerwartet, denn Hitler war bekanntermaßen ein Sozialdarwinist. Kampf aller gegen alle war Teil seiner eigenen Weltanschauung. Also warum sollte es in der Partei anders sein? Mein vorläufiges Fazit. Es gab keine im Voraus geplante einheitliche nationalsozialistische Wissenschaftspolitik über programmatische Absichtserklärungen, ideologische Bekenntnisse und die Entfernung nicht-arischer Wissenschaftler hinaus. Es kommt zur teilweise Übernahme bestehender Strukturen, Beispiele davon habe ich Ihnen genannt, aber nicht aller. Und das ist das Wesentlichste, es kommt auch zu Allianzen mit verschiedenen Player im System, mit dem Amt Rosenberg, mit dem neuen Reichsministerium, wie auch mit der Wirtschaft und dem Militär. Diese Allianzen erweisen sich als verschieden stark, je nachdem, wie stark das Interesse auf der Gegenseite gewesen sein mag. An den Universitäten verharren die bereits ernannten Ordinarien, die vor 1933 ernannt wurden, oder schubsen zurück. Und sie gewinnen überraschend oft in diesen Machtkämpfen an den Hochschulen mit Hilfe anderer Allianzen im Staat, zum Teil auch mit der Partei. Neben alledem und nicht anstatt alledem gab es versuchte Neugründungen von der Sorte, die ich genannt habe, ebenfalls auf der Grundlage bestimmter Allianzen in Teilen des nationalsozialistischen Staates und der Partei. Also wir reden von einem sehr komplizierten Nebeneinander, der Fortsetzung vorhandener Strukturen mit neuen Netzwerken und dergleichen. Und von einem Wettbewerb, der völlig konsistent ist mit dem polykratischen Charakter dieses Staates insgesamt. Jetzt kommen wir zum Krieg. Denn die Vorbereitung, nicht erst der Krieg, sondern dessen Vorbereitung durch den Vierjahresplan und der Zeit davor, leitet eine neue Phase in der Entwicklungsgeschichte, von der hier die Rede ist, ein. Und das halte ich für relevant, denn erst jetzt wird wirklich deutlich, das, was lange Jahrzehnte in der Forschung zu diesen Themen geleugnet wurde. Wie Josef Goebbels selbst bei der Eröffnung des Volkswagenwerkes 1937 gesagt hat, sinngemäß, man sage nicht, wir seien Feinde der Technik,
Also wir reden hier nicht von einem wissenschafts- und technikfeindlichen Regime. Im Gegenteil, wir reden von einem Regime, das Wissenschaft und Technik benötigt, um eines ihrer zentralen Projekte, vielleicht sogar beide ihrer zentralen Projekte, die Eroberung Europas und der sogenannte Reinigung des deutschen Volkskörpers, tatsächlich zu realisieren. Gegen eine praxisorientierte Wissenschaft in dem Sinne gab es keine Einwände. Die Bereitschaft zur Tat, ebenso wie die Wehrhaftigkeit, waren doch Teile der NS-Ideologie. Eine moderne Kriegsführung war sowieso ohne Forschung und Entwicklung weder denk- noch machbar. Die in der früheren Forschung vertretene, lange Zeit gängige Top-Down-Sicht dieser Dinge verkennt das und wie gerade das Gerangel der Instanzen in diesem Zusammenhang eine Dynamisierung der Forschung mitten im Kriege ermöglichte. Und das ist das Ergebnis der neuen Forschung in diesem Zusammenhang. Der Slogan, der dazu passt, ist der von Ian Kershaw in seiner Hitler-Biografie schon formulierte: dem Führer zuarbeiten. Eine Selbstmobilisierung von unten also ist hier zu konstatieren. Und die Steigerung der Forschungsförderung ging mit dem einher. Und das begann schon vor Beginn des Krieges. Im Falle der Luftfahrtforschung sogar mit dem Beginn des Regimes und mit der Gründung des Reichsluftfahrtministeriums unter Goebbels. Möglich wurde in dem Zusammenhang gar vieles. Praxisorientierte Grundlagenforschung, damals nicht so genannt, oder der Verkauf von schon laufender Programme als kriegswichtig und vieles mehr. Die Rede von einer reinen Grundlagenforschung, wie gerade gesagt, ist damals nicht zu vernehmen. Sie ist in der Form eine Entlastungslegende aus der Zeit nach 1945 und soll vertuschen, wie das Geflecht der Technowissenschaft in der Rüstungsforschung und anderen Gebieten schon lange vor 1933 und in der nationalsozialistischen Zeit weitergeführt wurde. Zu alledem muss erwähnt werden, dass die Militäreinrichtungen wie die Luftwaffe, aber vor allem das Heer, eigene Forschung vorangetrieben haben. Das Heereswaffenamt ist hier als stärkste dieser Instanzen hervorzuheben. Also eine neue Ressortforschung ist hier zu konstatieren, wie bereits erwähnt, im Reichsluftfahrtministerium schon seit der Gründung. Der Vierjahresplan war ja intendiert, die deutsche Wirtschaft für den Krieg zu mobilisieren, und das gilt für die Forschung ebenso. Und Göring hat die Leitung des Vierjahresplanes auch inne. Es kommt aber auch zur Förderung durch andere Instanzen, darunter der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vor allem den neu gegründeten Reichsforschungsrat, der neben der DFG weiter bestehen sollte. Die Industrieforschung setzt sich hier fort und erhielt Aufträge, aber gibt auch eigene Aufträge für die Militär- und Rüstungsforschung. Also, diese Grafiken sollen zeigen, wie schwierig es ist, von diesem Regime als wissenschaftsfeindlich zu sprechen. Da geht es um die unglaublich schnell gesteigerte Forschungsförderung im Bereich der Biochemie durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Reichsforschungsrat. Es flacht ab erst im letzten Kriegsjahr. Ganz ähnlich ist es im Falle der chemischen Fächer, wobei, wie Sie sehen können, im letzten Kriegsjahr die physikalische Chemie doch plötzlich einen Zuwachs interessanterweise aufweist, aber alle anderen flachen wieder ab. Aber das ist nur im letzten Kriegsjahr. Bis dahin eine unglaubliche Steigerung. Rüdiger Hartmann spricht im Falle der Kaiser-Wilhelm-Institute von explodierenden Budgets. Und das ist das, was belegen soll, was ich gerade als These vorgetragen habe. Nichts Wissenschaft und Technikfeindlichkeit, eher das Gegenteil, scheint hier gegeben zu sein. Beispiele kann ich hier wegen Zeitmangels nicht detailliert referieren. Ich erwähne nur die Kampfstoffforschung am Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie unter Peter Ordoff Thiessen und auch am Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung, in deren Rahmen die Nervengase Tabun, Sarin und Soman entwickelt wurden.
Die Luftfahrtforschung, die für Göttingen relevant ist, wegen der Aerodynamischen Physikanstalt AVA, die hier angesiedelt war, aber auch die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrtforschung in Berlin, die beide gewaltige Budgetsteigerungen in dieser Zeit erfahren. Die AVA wird umbenannt sogar im Jahre 1937 in Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen e.V. in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften und erhält Finanzierung vom Reichsluftfahrtministerium in zunehmendem Maße. Es gibt viele weitere Beispiele. Nur damit Sie verstehen, dass wir nicht von einer Trennung von Ideologie und Wissenschaft hier sprechen sollen, führe ich das Beispiel der sogenannten deutschen Metalle an, die von Helmut Mayer wunderschön aufgearbeitet worden ist, Hier geht es um einen ideologischen Verkauf von Arbeiten, die man ohnehin schon tätigt. Hauptakteure Kaiser-Wilhelm-Institute auch, aber technische Institute der Technischen Hochschulen sind ebenfalls dabei. Ich kann hier nicht allzu ausführlich über dieses Thema sprechen, aber ich muss die Raketenforschung erwähnen, denn sie ist vorangetrieben vom Heereswaffenamt und ist das größte Forschungsprojekt im Nationalsozialismus überhaupt ab 1936, und daher muss das genannt werden. Der Urheber ist der General der Artillerie, K. Emil Becker, der hat sich unter Raketen verlängerte Artilleriegeschosse sich vorgestellt. Die Leitung war Militär, die ganze Zeit. Oberstmajor Walter Dornberger, ab 43 General, ist hier zu sehen. Der Mann, mit dem der allerdings das alles assoziiert wird, ist der Forschungsdirektor gewesen, das ist Werner von Braun. Ich zeige ein Bild bewusst aus der Zeit und nicht später, damit Sie sehen, wie jung er damals gewesen ist. Das Prinzip war alles in einem Haus. Forschung, Entwicklung, Test und Produktion. Das ist das genaue Gegenteil von Manhattan-Projekt in den USA, das von einer Arbeitsteilung ausgegangen ist und erst am Ende unter Robert Oppenheimer alles in Los Alamos in einem Haus vereinigte. Die Innovationswege sind nicht zu leugnen. Es ging um eine Zusammenführung von aerodynamischer Grundlagenforschung und Luftfahrttechnik, also klassische Technowissenschaft in der Sprache der Spezialisten. Als eines der vielen Ergebnisse zeige ich Ihnen das berühmte Bild der ersten überatmosphärischen Flug am 3. Oktober 1942. Die Rakete hieß A4 und nicht V2, nur damit Sie das mal sich einprägen. Ja, denn die Zuschreibung V2 stammt von Herrn Goebbels 1943. Und war damals noch nicht gebräuchlich, nur damit Sie das wissen. Was danach kam, muss ich hier aussparen aus Zeitgründen. Ebenso wie die Einzelheiten über die Beispiele aus den Geisteswissenschaften, die ich hier wenigstens erwähnt haben will, damit Sie wissen, dass es nicht nur um Naturwissenschaft und Technik gegangen ist, in diesem Geflecht der außeruniversitären Forschung im Nationalsozialismus. Ein Beispiel, das sehr gut aufgearbeitet ist schon seit langer Zeit, ist die Wehrmachtpsychologie. Es ging damals um die Offiziersauslese und man hat, um das Beispiel klar zu zeichnen, die Leute Befehlsreihen ausführen lassen und man nennt das heute Rollenspiel in der Industrie, und das ist in der Tat nicht ideologisierte Rassenpsychologie gewesen, sondern der Versuch, diejenigen zu finden, deren Befehle ohne zu zögern gefolgt werden. Also man suchte so etwas wie eine Version des preußischen Offiziers durch Personalauslese, durch systematische, wissenschaftlich begründete Personalauslese zu finden. Zweites Beispiel, die Aktion Ritterbusch, der sogenannte Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften aus Großprojekt ab 1941. Hier verbunden mit dem Alliierten im Reichserziehungsministerium Rudolf Menzel und später mit Heinrich Hamjatz, der für die Geisteswissenschaften zuständig war, wie Menzel ein SS-Mann.
und unter der Abwehr von Einflussnahmen seitens des Amtes Rosenberg. Der zentrale Standpunkt Wittelbusches war, eine ganzheitliche Einheit von Politik, Krieg und Weltanschauung zu bilden. Nach einer Rede aus dieser Zeit heißt es, Zitat, nicht mehr Staat und Gebiet, sondern Volk und Raum sollen im Brennpunkt der politischen Wissenschaften stehen. Es kam zu einer großen Mobilisierung von Geisteswissenschaftlern. Über 400, einige sagen 500 Wissenschaftler aus 12 Disziplinen wurden eingezogen. Tagungen, Sammelbände, alles Mögliche ist herangezogen worden hier, um die geballte Macht und Überlegenheit der deutschen Geisteswissenschaften gegenüber der Feinde in Frankreich und England nachzuweisen. Noch konkreter wird es mit der Rolle der Geisteswissenschaften im Falle der regional bezogenen Forschungsgemeinschaften Ost und Südost und wie sie alle hießen, Westgemeinschaft, die allesamt in den 20er Jahren schon gegründet worden sind, aber im Nationalsozialismus plötzlich konkrete Aufgaben bekamen, die sie vorher nie erträumen hätten können. Ich erwähne jetzt die Südostgemeinschaft als Beispiel, weil ich Österreich partout nicht fortlassen will aus diesem Vortrag. Sie wurde bereits 1931 in Wien durch den Kulturgeografen Hugo Hassinger gegründet. 1938 hat die Leitung der Historiker Otto Brunner Hassinger als Vize in dieser Zeit. Und Brunner ist es, der das Potenzial dieser Gemeinschaft nach dem Anschluss deutlich formuliert in einer Denkschrift. Zitat, vor allem aber sind durch die Schaffung des Protektorates Böhmen und Mähren ganz neue Forschungsaufgaben entstanden, zum Beispiel die Frage des germanischen Blutes in diesem Raum wird auf breiter Front aufzurollen sein. Hier war auch die Kulturgeografie wie die mittelalterliche Geschichte gefordert. Es ging um die Begründung der deutschen Siedlungsansprüche in diesen Gebieten gegenüber der slawischen Mehrheiten. Notwendig dazu, um das durchzusetzen, war eine Zusammenarbeit mit der Besatzung und die ist auch geschehen. Es kam zu Gutachten zugunsten der Umvolkungspolitik in Tirol und auch im Osten und die Landkarten, die man da erstellte, hatten auch schwarze Punkte drauf, die die Orten bezeichnen sollten, wo die Mehrheit Juden gewesen ist. Und man könnte denken, das sind Ressourcen für den Völkermord, aber wir können das noch nicht nachweisen. Ganz kurz zur Frage nach Brüchen und konstruierten Kontinuitäten nach 1945. Das ist alles im globalen Zusammenhang zu sehen und nicht nur in deutschem. Es ging um eine weltweite Umgestaltung der politischen Landkarte und der Machtverhältnisse nach 1945 und natürlich um die Besetzung Deutschlands und Österreichs durch die Siegermächte, wie die Besetzung Osteuropas durch die Rote Armee. Allesamt ohne klares wissenschaftspolitisches Konzept. Die Wissenschaftspolitik war hier nicht wirklich prioritär. Es kam dazu zu multiplen Migrationen, beispielsweise aus dem Osten nach der Schließung nach der Übernahme der Universitäten Breslau und Königsberg durch die Rote Armee, aus der Sowjetzone Deutschlands wegen der strengen Entnazifizierung dort, aber auch aus Österreich, weil einer der ersten Maßnahmen der neuen österreichischen Regierung Mai 1945 war ein neues Beamtengesetz, in dem die Entlassung aller Beamter verfügt wurde, die keine österreichische Staatsbürger waren am 13. März 1938. Also einfach Entnazifizierung nach Federstrich, haben die gedacht vielleicht. Diese Herrschaften sind fast alle nach der Bundesrepublik gekommen. Parallel dazu Entfernungen durch die Alliierten, zum Beispiel der Raketenforscher, die allerdings auf waffentechnisch relevante Disziplinen begrenzt blieben. Und eine weitere Migrationsbewegung, die bisher noch nicht erforscht ist, a Brain Drain der Jüngeren, ab späte 40er und Anfang der 50er Jahren wegen mangelnder Chancen, weil die Entnazifizierung, wie Sie wissen, nur halbherzig geschehen ist und die alten Herren wieder an ihren Ämtern waren. Als Beispiel der Entfernung durch die US-Alliierten zeige ich das wunderbare Gruppenbild des Personals von Peenemünde im Jahre 1946 in White Sands, New Mexico. Also, was haben wir hier am Ende zu verzeichnen?
Wir haben eine nicht geplante Entwicklungsgeschichte, glaube ich, hier zu erzählen. Am Anfang hat man anscheinend die rassistische Personalpolitik durch das Berufsgartengesetz als Wissenschaftspolitik verstanden. Entfernen wir die Juden, dann ist das Problem gelöst. So scheint Rust zumindest es gedacht zu haben am Beginn. Aber parallel dazu beginnen Vernetzungen schon im Reichszufahrtsministerium gleich nach der Gründung, wie ich schon berichtet habe. Ab 1934 setzt sich die Verreichlichung fort im Reichserziehungsministerium bei gleichzeitiger Erhalt bestehender, schon vernetzter Strukturen an den Kaiser-Wilhelm-Instituten. Parallel dazu kommen dann ab Mitte der 30er Jahre die relativ kleinen Neugründungen, von denen ich schon gesprochen habe, die durch die Partei unterstützt wurden und die SS. Ab Mitte der 30er Jahre kommen allerdings auch Parallelprojekte im Militär, darunter das größte überhaupt, das Raketenprojekt. In der Folge und durch die Vorbereitung für den Krieg und die sogenannte Reinigung des Volkskörpers kommt es zu einer Radikalisierung, zu zunehmenden Konkurrenz, aber dadurch zu explodierenden Budgets ab 1937. Das System wird also nicht einfacher und stromlinienförmiger, sondern noch komplexer in der zweiten Hälfte des NS-Regimes. Was können wir aus alledem schlussfolgern? Die Operationen der Alliierten, die ich schon erwähnt habe, holten Hunderte von deutschen Wissenschaftlern und Technikern in die USA und auch in die Sowjetunion. Warum sollte man das machen, wenn das schlechte Wissenschaft gewesen ist? Da war offenbar etwas in diesen kriegsrelevanten Forschungsgebieten. Also gab es doch eine NS-Wissenschaftspolitik, wenigstens im Kriege. Die Antwort darauf ist abhängig davon, wie man den Terminus Wissenschaftspolitik definiert. Anscheinend war gerade das Fehlen einer zentralen politischen Steuerung der Wurzel der Erfolge in vielen Bereichen. Dem Führer zu arbeiten, habe ich schon zitiert. Last not least muss man nun fragen, was es mit der Autonomie nun auf sich hat in einem solchen Zusammenhang. Denn jahrzehntelang war die Forschung beherrscht worden von der einen einzigen Frage, ob die jeweiligen Forschungseinrichtungen oder die Universitäten ihre Autonomie erhielten oder gewähren konnten oder nicht. Die Frage halte ich für verkürzt. Es geht nicht darum, ob man Autonomie erhält oder nicht, ob man selbstständig bleibt oder nicht, sondern warum, wozu und auf wessen Kosten diese Autonomie gewährt wird vom NS-Staat. In diesem Bereich war wohl die Möglichkeit, sich freiwillig fürs Militär oder der Eroberungspolitik zu engagieren oder auch eigene Forschungsprogramme unter diesen Mänteln unterzubringen, sehr wichtig. Man könnte sagen, ja, man erhielt die Autonomie, indem man sie aufgab, aber das klingt paradox, oder? Was heißt denn hier Verantwortung? Das Engagement fürs Vaterland, wie im Ersten Weltkrieg, ist diesmal wohl kaum ohne Ambivalenzen geschehen, es sei denn, man ist überzeugter Nationalsozialist von Anfang an gewesen. Aber dem Führer zuarbeiten konnte man trotzdem. Die moralische Verantwortung in diesem Bereich ist ein Thema erst lange nach 1945 geworden. Also ermahne ich jetzt zum Abschluss zur Vorsicht vor Rückschreibungen der Entlastungsdiskurse, die aus der Entnazifizierung nach 1945 hervorgegangen sind und für uns Historiker nicht mehr deutungsleitend sein sollen. Vielen Dank.